Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Viele von Ihnen werden sich erinnern, wir haben bei GOB im letzten Herbst einen Käse eingeführt, den man vorher kaum gekannt hat, den Bio-Bündner Bergkäse. Möglich ist das, weil die Bauern im Rheinwald, die die Milch für den GOB-Bergkäse liefern, ihren Betrieb vor einiger Zeit umgestellt haben und jetzt nach der strengen Richtlinie der VSBLO, der Vereinigung Schweizerischer Biolandwirt, führen. Auf chemisch-synthetische Dünger und auf Pflanzenschutzmittel wird komplett verzichtet. Und artgerechte Tierhaltung ist eine Selbstverständlichkeit. Alles beste Voraussetzungen für ein Produkt von ausgezeichneter Güte, eben dem Bio-Bündner Bergkäse, wie ihn Dionys Zinsli in seiner Käserei in Nuffen herstellt. Einmal am Tag wird gekäset und das ausschließlich mit biologischer Rohmilch. Hergestellt wird ein Halbherdkäse von 4 bis 5 Kilo Gewicht, fein im Teig mit sparsamer Lochung und eben dem typischen Bergkäsaroma. Gut 3 bis 4 Monate aufwendige Pflege braucht es, bis ein Dionys Zinsli seinen Käse dann die nötige Reife erreicht hat und als Naturaplan Bio-Bergkäse in unsere Läden kommt. Die grosse Nachfrage hat Bündner Bio-Bauern und uns fast ein bisschen überrascht. Darum war der Käse eine Zeit lang gar nicht mehr erhältlich. Jetzt kann man ihn aber wieder kaufen, und zwar nicht nur offen, sondern auch schon vorverpackt in ganz praktischen Portionen. Produkte wie der Bio-Bündner Bergkäse, die nach den strengen Richtlinien der VSBLO hergestellt worden sind, werden mit dem GOB Natura-Plan-Signet und den Bio-Knospen speziell gekennzeichnet. Wenn Sie also das Gütesiegel auf einem Produkt von GOB sehen, dann haben Sie Gewähr, dass es garantiert biologisch hergestellt worden ist. Als regelmäßige Zuschauer vom GOB-Studio sind Sie es gewöhnt, dass wir Ihnen unter anderem jede Woche eine Neuheit vorstellen. Auch heute ist das nicht anders. Was gibt es Schöneres, als im Frühling mit einem Mountainbike die Landschaft zu erkunden und zu erleben? Voraussetzung ist allerdings ein bisschen Rücksicht und natürlich die entsprechende Ausrüstung. Das Leopard MTB 26 Limited Edition ist unter anderem mit einer gefederten Gabel für mehr Komfort und Sicherheit ausgerüstet. Es hat einen polierten Oversize-Alurahmen und ist mit einer 21-Gang Shimano Quick-Release-Schaltung ausgerüstet. Dank der Cantilever-Bremsen und den Alu-Lenkhörner hat man das Mountainbike jederzeit sicher im Griff. Das exklusive Leopard Mountainbike ist in einer limitierten Auflage von 500 Stück erhältlich. Trotzdem kostet es mit dem entsprechenden Zertifikat und dem GOB Bike Pin weniger als 1'000 Franken. Mit Tischlaff Kompakt beweist Steifels, dass auch ein umweltschonendes Geschirrspülmittel optimal abwäscht. Das neue Tischlaff Kompakt löst auch hartnäckige Eiweiß- und Stärkeverschmutzungen. Es ist giftklassefrei, phosphatfrei und wegen der konzentrierten Form muss man erst noch nur die Hälfte dosieren. Dazu hat es noch einen Sicherheitsverschluss und die faltbare Flasche braucht dann schlussendlich kaum Platz im Abfall. Zudem schützt sie noch optimal vor Feuchtigkeit. Das neue Tischlaff Kompakt von Steifels kommen Sie ab sofort zusammen mit dem Tischlaff Spülglanz in unseren Läden über. Die GOB-Konsumentenjury hat sich das mal mit einem Produkt auseinandergesetzt, das zwar mehr und mehr Anhänger findet, aber doch noch recht häufig mit Vorurteilen belastet ist, der Vollkornteigware. Ich habe wieder ein paar Fragebögen mit typischen Antworten ausgewählt und gebe Ihnen gerne weiter, wie unsere Konsumentinnen und Konsumenten die Vollkornspaghetti, die wir Ihnen zugeschickt haben, beurteilen. Obschon meine Familie Vollkornprodukten skeptisch gegenübersteht, fanden alle die Spaghetti sehr gut. Positiv hat man da auch beurteilt, wie viele andere übrigens, dass die Teigwaren nicht so schnell verkochen. Allgemein ist man der Meinung, dass zu diesen Teigwaren mit ihrem kräftigen Eigengeschmack auch eher eine kräftige Soße oder Beilage passt, al Pesto oder Lachs zum Beispiel. Dieser Konsumentin da hat die Farbe nicht gefallen, sie hat lieber weisse Teigwaren. Ganz allgemein ist aufgefallen, dass alle Mitglieder der GOB-Konsumentenjury eine hohe Qualität auch bezüglich gesunder und moderner Ernährung attestieren. Mit dem überdurchschnittlichen Anteil von unentbehrlichen Nahrungsfasern ist das auch nicht weiter erstaunlich. Vielen Dank wieder allen Mitgliedern der GOB-Konsumentenjury fürs Mitmachen, wo uns hilft, unsere Produkte noch mehr nach ihren Wünschen auszurichten. So, und jetzt noch wie jede Woche ein paar Tipps für besonders günstige Einkäufe in unseren Läden. Bei GOB kostet ein Bund Grünspargel aus den USA nur 6,90. 4 Liter Mondial Orangensaft gibt es für nur 3,20. Und 500 Gramm kleine Arni Ostereili Giandino gibt es für nur 6,90. Außerdem offerieren wir in den Monoblock-Sessel aus Kunststoff für ganze 10 Franken. Und da der GOB-Preisabschlag, das
Tommy Frenster ist Sing normal und light, kostet nur noch 2,95 €. Günstig essen kann man nach wie vor in der Gob Restaurant. Wie wäre es zum Beispiel diese Woche mit einem Sweet and Sour, ganz exotisch, und Basmati-Reis für nur 9 Franken. Mit diesem Hinweis bin ich wieder am Schluss für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und hoffentlich auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.